Nein! Ich steck genau. So, wir müssen mich eigentlich nicht hier verfolgen. Okay, auf zum Boss. Ich nehme mal die das Blut zuerst und. Ne, wir machen mal die Urne. Einfach mal ein bisschen Ohren-Action. Haha, 2 Schaden kriegt er von der Ordner. Ja, wie geil. Okay. Ach komm! Guck mal, er will mich greifen, die Sau. Springt auf mich zu, das hat er ja noch nie gemacht, oder? Oh fuck. Oh fuck. Jetzt wird er stärker, glaube ich. Nein, ich hab's genau. Oh, ich hab schon gedacht, er greift mich jetzt richtig. Ich hab's genau gewusst, dass er nicht greifen wollte. Ein bisschen laggy durch das ganze Feuer. Wenn man ihn ein bisschen trifft, dann ist, ist das Spiel ein bisschen laggy. Tut mir ein bisschen leid dann dafür. Aua. Oh, man trifft ihn aber auch wirklich dann nicht. Ich glaube, ich nehme mal Zweihand. Macht extrem viel Schaden, ne? Heilt er sich eigentlich da immer? Ich weiß nicht, wo ich bin! Was ist jetzt los? Der schmilzt! Oh fuck. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut!
Ich habe gleich keine Fuel mehr. Shit. Nicht gut. Alter, er ist so nervig jetzt schon. Okay. Das ist echt ein bisschen blöd. Mit dem Magma, den er hinter sich so aufbaut. Man kann gar nicht richtig, ja, sozusagen in ihn rein jumpen, weil man dann sofort gestört wird durch das Magma. Und hinten kann man ihn auch nicht wirklich attacken, weil er so eine Magma-Spur dann natürlich hinterher zieht. Vorne wird er total aggressiv. Aber Zweihand ist gar nicht mal so übel. Ich hole mir nur mal noch ein paar Elektrozeugs. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, der Boss hat es in sich. Er hält, glaube ich, mit am meisten aus. Kommt mir jedenfalls so vor. Und er haut auch, ich glaube, mit Einschlag mit am meisten rein. Kommt mir auch so vor. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein bisschen Feuerresistenz halt anhabe, dass es nicht so schlimm ist. Aber es ist schon eine Menge. So. Achso, wir müssen ja eh oben lang. Das Problem ist einfach nur der lange Weg dahin. Okay, es ist nicht so lang, aber die anderen DLC-Bosse, die waren schon deutlich, hatten schon einen deutlich kürzeren Weg. Ja, so besiegen wir irgendwann Lawrence. Hoffentlich. Okay. Ölurne kann weg. Die macht keinen Schaden. Haben wir ja gesehen. Könnten noch mal, wenn er in diesem Zustand ist, ein paar Giftmesser benutzen, weil er ist jetzt ziemlich unbeweglich. Und vielleicht hilft der Gift so ein bisschen dafür. Also er ist ja eigentlich... Mann, dass ich den nicht bekomme. Es lohnt sich eigentlich gar nicht mehr zum Boss zu gehen. Ich habe schon 2 Fiolen für den verbraucht, ey. Mann, nervig. Nervig, nervig, nervig. Wird er da gerade von den Rahmen getötet? Ah ne, der tötet da die... Die greifen wirklich nie an. Aber wenigstens ein bisschen Blutfiolen könntet ihr droppen hier. Mein Gott. Dass sie so sparsam sind mit den Fiolen beim Droppen. Wieder keine. 18 Fiolen, naja gut. Gucken wir mal. Ja.
wo unser Blut liegt. Ah, gleich da vorne, sehr schön. Das ist schon eine Menge. Vor allen Dingen, wenn man immer wieder den Weg geht. So. Das ist auch wieder so eine Attacke, die er noch nicht gemacht hat. Doch lieber Einhand. Nein, was ist das denn? Okay. Boah, ganz knapp ausgewichen, Leute. Ich hab's genau gewusst. Scheiße. Hau ab da. Komm, überleb. Nein. Ich hab ihn halt nicht angesehen. Das hab ich nicht sofort gecheckt, dass er mich greift. Oh, shit. Okay. Spiel. Du möchtest also, dass ich noch aggressiver spiele. Sehr gerne. Das Problem war auch total, dass ich schon wieder so viel Fiolen wieder verbraucht habe, nur um dorthin zu kommen. Das ist halt das Gemeine daran, ne? Das hat... Das stört mich teilweise auch an. Ja, ist nicht störig. Oder störig. Ja, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Es stört mich nicht direkt, aber es ist halt total nervig. Wenn du einen langen Weg hast. Und der Boss kostet dich extrem viel. Ja, Heilung. Und du musst eigentlich schon fast die Hälfte der Heilung nur für den Weg aufwenden. Und dann den Boss machen, weißt du, wie nervig das ist. Aber es geht noch. Es ist nicht so ein langer Weg, aber man könnte theoretisch alles überrennen, außer vielleicht den Feuerball. Doch da vorbei. Wie gesagt, ich habe schon wieder 2 Fiolen verbraucht, um hier hinzukommen. Das ist total nervig. Aber es geht nur. Aber nicht einmal getroffen, ey.
mal, er greift da wieder. Bin echt manchmal ein bisschen zu aggressiv. Aber was will man machen? Er will mal einen greifen, dieser Spacko. Attacke. Jetzt tobt er sich erstmal aus. Okay. Immer mit der Ruhe. Ich glaube, er wechselt immer die Phasen, wenn er sowas macht. Gar nichts, Leute. Vergifte an meinen Sachen. Der wird nicht vergiftet, ne? Das ist gemein. Der wird nicht vergiftet. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich bin echt gerade ein bisschen überfragt. Hau doch so stark zu immer. Aber es ist sehr unbeweglich, der Typ. Das heißt halt mein Vorteil.
Aber er ist total nervig. Man kommt nicht richtig an ihn ran. Das war gekonnt ausgewichen. Fast alles ausgewichen. Aber hilft leider noch nicht ganz alles. Naja, das wird schwierig. Keine Blutfiolen mehr. Das waren die zwei Blutfiolen, die ich gebraucht hätte. Das wären die zwei Blutfiolen, die ich gebraucht hätte. Oh Gott, 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 Gott. Ich hasse ihn so sehr. Er man kann gar nicht viel Schaden an ihn richtig ausüben. Das ist halt das Nervige auch noch dabei. Giftmesser bringen mir halt gar nichts, hab ich gemerkt. Der wird nicht vergiftet. Ja. Das habe ich noch nie benutzt, muss ich dazu sagen. Mit grausiger Rück... Ich muss mir kurz mal durchlesen. Probieren wir das doch mal aus. Auch wenn ich nicht weiß, wie es genau funktioniert. Also ich werde jetzt erstmal da durchrennen. An den Typen vorbei auf jeden Fall. Und tschüss. Weil er behindert mich einfach nur. Dafür bin ich von denen eine reingezwirbelt. Auch nicht schlecht. Wieder eine Blutfiole verbraucht. Droppen halt hier. Oh doch, hier hat was gedroppt. Hä, du hast überlebt? Bist du nicht mit deinen Kollegen runtergegangen? Das ist aber gemein. Da hat noch einer überlebt. Was ist denn hier los? Ist heute Tag der Überlebenden oder wie? Spacko, schon wieder! Muss ich eins verbinden. Ah Gott. So, zwei an. Vorzufinden. Ah, kriegt man gleich eins ins Maul. Aber warum klappt das denn nicht? Ich bin gerade ein bisschen... verwirrt, ich weiß es gerade nicht. Viel zu viel Blutfiolen verbraucht.
Er kann rückwärts springen. So, Concentration. Was ist das eigentlich immer, was er da auflädt? Das verstehe ich nicht ganz genau. Zu viel Fiolen. Ja! Was war das denn? Hat er mich hier getugeltet oder was? Mit so einem einfachen Schlag. Okay. Okay, ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Ja, ich mach hier wieder das altbekannte Spielchen. Ich denke mal, dass es keinen anderen Weg gibt, als dass ich es hier einmal dann wieder schneiden werde. Deswegen würde ich sagen, ich gehe mal kurz vom Boss und dann werde ich meinen Win einmal schneiden. Oh nein, Waffen sind gefährdet auch noch. Warum ist sie denn gefährdet? Steht das eigentlich? Durch das Feuer wahrscheinlich, ne? Dass das irgendwie sehr viel abbekommen hat. Hä? Ach da, sieht, ja, also Haltbarkeit 75 von 75, aber ach, toll. Muss ich auch noch reparieren, den Shit. Ja, das war so, man hat das gesehen, dass da so ein Sprung auf dem Bild war. Boah. Geile Aktion. ja, aber warum das gefährdet ist, weiß ich nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass der Feuer, die Feuerbestie möglicherweise die Waffe sehr stark beschädigt. Gucke da, ihr seht den Sprung oben rechts. Warum? Weiß ich nicht. Vorhin stand da noch Haltbarkeit 75 von 75. Was steht jetzt? 250 von 250. Wahrscheinlich ist sie denn schwächer. Wahrscheinlich ist sie, wenn sie diesen Sprung hat, etwas schwächer. Deswegen. Ja, hilft nichts. Muss ich halt reparieren, ne? Ah, jetzt hätte ich mir auch gleich Blitzzeug holen können. Naja. Hätte ich mir gleich ein bisschen Blitzpulver holen können. Aber nein! Ich hab's wieder vergessen. Na toll.
Ja. Der letzte optionale Bus hat es mal wieder in sich. Sieht man sehr gut, dass er extrem viel aushält. Hat wahrscheinlich so eine Resistenz von über 1 Million oder sowas. Over 9000. Droppen tun die auch nichts. Mir echt den ganzen Tag ansehen, wie der Typ da rauskommt und die platt macht. Einfach nur geil.